バテバスター2ロックダウンブロー。So, und wieder recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Karate Master 2. Und wir haben wieder ein Training übrig, sind fast bei Fame 70. Langsam wird's, kommt man schon in die, ja, wirklich höherrangigen Ligen. Und damit wir dort bestehen, werde ich gleich mal trainieren gehen. Hat sich sogar gereimt. Was? Das können wir noch gar nicht machen. Wir haben noch Ki plus 5 haben wir nicht. Hä? Geht ja doch. Was passiert da jetzt? Oh je, was muss ich drücken? A. Boah, echt jetzt? Alter Schwede, da fällt mir der Finger ab. Das ist ja eine Krise! Boah. Boah, Alter! Yeah. Fall 80! Wie soll ich denn auf 225 kommen? Oder meint er hier allgemein nächster Level? Boah. Krass. Hat nicht für einen Aufstieg gereicht, aber... Gut, aber nochmal können wir das auch nicht gleich machen, weil dann fällt mir der Finger wirklich ab. Die Boxer sehen ja ziemlich räudig aus. Vielleicht sollten wir die nochmal verprügeln. Weil... Oh, 90. Wrestling. Ach ja, Wrestling kommt ja als nächstes. Ja, wir können ja jetzt hier mitmachen. Ich glaube, ich habe nicht genug Geld. Jetzt haben wir schon Dynamit. Fame 75, Boxing Stadium. Ja, okay, dann werden wir einfach mal arbeiten gehen. Das ist immer schön. Lalalala, ich arbeite so gern für meinen Konzern. Arbeiten macht mich froh. Vor allen Dingen nicht auf dem Klo. Ups, das kann ja mal passieren. Haben wir gleich die Palette gespart. Genau, wer braucht schon die Palette? Gleich so drauf mit dem toxischen Abfall oder was auch immer das ist. Was wir transportieren. Wir haben schon 12 Geld gemacht. Yeah! Nimm das! Niemand stapelt so schön ein wie wir. Wir haben da so das Gefühl drin. Wir sind Stapel-Ninjas. Mit der schönen Stadt im Hintergrund. Oh, naja, gut, das eine Fass, das nehme ich mit nach Hause. Wer weiß, was es überhaupt ist? Vielleicht ist es ja gar kein toxischer Abfall. Es ist irgendwas mit einem Pfeil. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch. Was auch immer es ist. Oh, mal sehen, schaffen wir das? Und. Nein! Okay. voll gut. Oh, jetzt voll 30 Geld. So. Dann mal sehen, ob wir bei dem Turnier mitmischen können. Ob die uns jetzt reinlassen oder ob die sagen, hey, du kommst nicht rein. Wie soll ich denn alle Dojos besiegen? Wenn ich dafür das Fame noch nicht habe, warum machen die dann eine Fame-Anzeige, wenn es schließt sich doch aus? Ich verstehe nicht, was sie damit meinen. Na gut, wenn das so ist, dann gehe ich nochmal in den Boxclub, box nochmal ein bisschen und dann können wir eh bei Fame 70 mitmischen. Na, was ist denn los? Was? Was?
Nein. Oh. Scheibe? Nein, ich hab nicht aufgepasst. Na dann sitzen. Oh Gott. Oh Gott, das können wir jetzt nicht auf uns sitzen lassen. Zurück. Was war denn jetzt los? Vor allem, wir haben was? 33 Punkte gehabt? Der hat 10 oder so? Ich meine, wenn es nicht anders geht, muss man es halt so machen, ne? Kann ja nicht wahr sein. Fällt mir gerade noch was ein. Gut. Wir haben ein Training und wir haben... So, dann würde ich sagen... Speichern und wir erhöhen nun unsere Key. Aha, jetzt muss ich wieder hier drücken. Okay, was soll's. Los geht's. Wir schaffen das. Zwei Fingertechnik auf diesen einen Knopf. Oh, geht gut. Muss ich nur konzentrieren, dass es wirklich abwechselnd ist. Alter Leute. Yay! Vor allem hätten wir noch Zeit übrig, hätten wir noch nutzen können, hätten wir gleich nochmal voll gemacht. Aber egal, Key 7, ja. So, mal sehen, ob das reicht. Bin ich ja mal gespannt. Oh Gott, was kann man denn da jetzt? 80, oh, Muay Thai war 80, schade. Ach ja, Wrestling, na dann schauen wir gleich mal ins Wrestling. Wrestling, was soll's, schauen wir mal. Okay, die wollen uns auf den Boden hauen, mal sehen. Na hä? Er hat ganz schön lange geräten, du. Schöne Beinarbeit. Naja, war okay, oder? Ach, möchte ich jetzt eigentlich gleich wieder ein Training machen? Na, wir sollen es machen, gehen wir mal. Oder nein, ich habe Lust, einen neuen Move zu lernen. Ich möchte den lernen. Wie geht der? Was? Ach du Scheiße. Weil wie lange steigt denn der da in die Luft? Ist ja Zeitlupe. Der kann in Zeitlupe springen. Alter Schwede. Na, ob die Technik. Ob das wirklich springt? Ich hätte jetzt eher gedacht, der. Springt da ein bisschen schneller und höher, aber irgendwie. Ha. Gut, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich die Technik wirklich oft einsetzen werde. Ich glaube es fast nicht. Hatten wir noch was? Ja, genau. Sieht mir irgendwie so aus, als ob das das einzige wäre, oder? Drüben, Muay Thai war ja 80. Tja. Nee. Gibt's, wir können die ganze Zeit jetzt nur Wrestler verklopfen. Okay. Machen wir das halt. Stop!
Okay, aber hat einen Punkt gelandet, muss man lassen. Hat schon wieder ein Training gedrückt. Ich mache jetzt auch nicht gleich Training, das mache ich dann vielleicht gleich hintereinander. Machen jetzt einfach nochmal den Wrestler. Kann ich gleich mal unseren Sprungkick probieren, mal sehen. Hey, hat sogar geklappt, Mensch! Tja. Das macht ja schon fast Spaß. Jetzt haben wir schon zwei Trainings. 75, jetzt können wir doch. Gut, vorher können wir ja nochmal was verbessern. Wie wär's denn mit Nein! Ich wollte nicht Key drücken. Oh, wir können ja schon das letzte Training machen. Krass. Ja, wir machen nochmal das und prügeln nochmal auf den Baum ein. Wir müssen ja unsere Knochen wieder ein bisschen härter. Nimm das Baum, irgendwann ein bisschen gefällt. Kannst du aber warten. Fällt mir ein, muss ich heute eigentlich auch gleich nochmal trainieren. Mal schnell hinten an die Buche im Garten und dann geht's los. Ah, Mist. Ah, alles schnell gewechselt. Irgendwie, diese Übung ist eine, die gefällt mir. Machen wir das gleich nochmal. Da können wir, dann sind wir dann gleich auf Stufe 8. Ich meine 7. Ja, ich hab Bock. Ich möchte nochmal auf den Baumstein einprügeln. Das geht's. Vor allem, kann man nicht vorstellen, dass dieser dicke Baum mit Seil weicher ist als diese Palme, die da im letzten Training angezeigt wurde. Schön im Wechsel, links, rechts. Oder nochmal links. Schöne Chaps und Punch, Chap, 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 Punch. Oh. Ich frage mich, wie das gezählt wird, wann das umschaltet, welcher Algorithmus da dahinter steckt. Jetzt haben wir leider nicht so viele Punkte bekommen. Hat sich trotzdem gut angefühlt. So. Okay, unsere Knochen sind jetzt auch wieder härter geworden. Und jetzt können wir. Ich glaube, wir können in die Box Arena. Was war das? Wo war das denn jetzt? Ja. Nee. Ich wollte es nochmal probieren. Vielleicht lassen sie uns ja jetzt rein. Ach ja. Ach, ich muss das mal alle Karate-Techniken lernen. Hätte ich vorher mal lesen sollen. Da hätte ich jetzt meine Trainingseinheiten woanders ausgeben können. Na gut, dann Wrestler, du musst nochmal herhalten. Tut mir ja echt leid für dich. Dass er sich dann trotzdem noch freut, hä? Was ist denn los? Hast du Angst? Wow, krass. Und immer schön nach oben und jetzt der Low Kicks unten halten. Ah,
haben ja nicht gerade eben unsere Knochen verstärkt und jetzt klopft er uns hier das Knie durch. Spiel, erklär mir deine Mechanik, wonach gehst du? Hey. Na ja, gut, was soll's, wir waren lange nicht mehr im Krankenhaus. Was passiert eigentlich, wenn wir es nicht schaffen? Also wir sind vermutlich trotzdem geheilt, haben noch kein Leuchten in den Augen und genau, und kriegen keine super Skills dazu. Bim. Natürlich, alle weit unten dauert jetzt wirklich eben mal wieder was Stärke und Speed. Das ist dann das nächste natürlich. Vor allem Speed. Ah, okay. Das kann man also nicht auf uns sitzen lassen. Das ist bestimmt, weil ich am Anfang... Tja, pass immer auf, immer Respekt vor deinen Gegner haben, egal was ist. Soll ja eh nie danach äußerlichen gehen. Ah, aber gut abgefangen. Finder, Wrestler, sein Low-Kick. So wird das gemacht. Kann ja wohl nicht wahr sein. Haben wir jetzt eigentlich schon genug? Nein. Wir haben ein Training. Da können wir vielleicht mal noch nicht. Nein! Nein! Achso, wir können ja mit unseren eigenen Gruppenmitgliedern kämpfen. Na, fangen wir mal oben an. Der Kakadu Gary. Der Gary. Ah, da geht er einfach. Na, noch ein bisschen. Ich hab eh noch ein bisschen Bock hier. Boxsack prügeln. Schönes Ding, so muss es aussehen. So, da gattern wir uns mal das nächste Training. Wir können ja, also ich glaube, wenn wir jetzt mit irgendwelchen unter 70 kämpfen, kriegen wir ja auch gar kein Training. Also deswegen müssen wir ja den Wrestler verkloppen. Das geht, ne? Ei, ich dachte, ich hätte mich gefangen. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen den Tritt mache. Naja, der ist ziemlich langsam. Das Maki wird ein bisschen aufladen, ja. Zack! Swabben wie Smetterling, Stashen wie Biene, sage ich da nur. So. Läuft da ganz gut, ey. Also. Keine Ahnung, es ist. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Das Spiel ist eigentlich. Also ich meine, das ist. Ich würde es jetzt nicht eher aus. Also, von der Machart her, es macht schon Spaß, aber es ist definitiv nicht wirklich gut gemacht. Also in manchen Aspekten, zumindest in manchen vielleicht schon. Aber irgendwie macht es mir doch echt Spaß. Ist das jetzt komisch? So, und da vielleicht noch die letzte Technik. Wo mir das Hinwürfeln immer nie fetzt. Oh, da muss ich echt aufpassen, dass ich ihn immer aus Versehen mache. Sehe ich gerade. Hui, Rolle. Ist vielleicht nicht schlecht, aber eine Attacke, mit der man auf dem Boden landet. Also ich meine, gut, im Ringkampf wird er abgeblasen, aber ich sag mal, draußen in der wirklichen Welt sollte man das nicht machen, falls man mal sich verteidigen muss. Sollte man sich vom Boden fernhalten, vor allem gegen mehrere. So, wir können jetzt alle Techniken. Alles klar. Würde ich mal sagen. Oh, was ist denn jetzt? Event. Oh, so. Was? Die Mädchen sind in unserer Geschichte interessiert. Aha, warum? Ah, die wollen uns im Ring sehen, alles klar. Okay, das ist unsere erste Gelegenheit, dass wir mal, naja, harte Herausforderungen kriegen und dafür auch noch gleichzeitig bezahlt werden.
bezahlt. Wie viel denn? 45 Bucks pro Kampf. Was denkst du denn, Junge? Das ist natürlich total die Welt, aber gut, wenn man überlegt, wenn man mit einmal arbeiten geht, ungefähr 30 verdient, ist 45 natürlich nicht schlecht. Well, also, I'm in. Los geht's. Xor, würde ich sagen. Na klar, kannst du dir sicher sein, dass wir dahin gehen. Osu. Na, voll cool. Das heißt, wir können jetzt im Stadion kämpfen. Wir können jetzt Muay Thai-Spieler herausfordern. Und werden auch noch im Boxstadion dafür bezahlt, dass wir da gewinnen. Falsch. Hier. Damit wir endlich Geld sammeln können und mit diesem Geld endlich unseren Traum von der eigenen Karateschule verwirklichen können. Ob wir diesen Traum jemals erreichen werden, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Weiter geht's nach der Werbung. Ne, Schatz. Okay, alles klar. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und den Rest, den gibt's dann einfach beim nächsten Mal, wenn's wieder heißt Let's Play Karate Master 2. Und ich bin ja aus Versehen schon auf Exit gegangen, das wollte ich gerade irgendwie noch gar nicht. Aber ich kann ja hier auf Speichern drücken und danach ist alles gut. Also, alles klar, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao!